Einen wunderschönen guten Morgen und wir laden uns mal rein in City Skylines in unseren schönen Samstagstream, den wir auch als Let's Play verwenden. Mittlerweile dürfte das ja altbekannt sein, auch für die Let's Play-Zuschauer. Ich habe es ja oft genug erwähnt und ich denke mal, ich werde da in Zukunft gar nicht mehr so oft drauf eingehen müssen. Und freue mich sehr, hoffe, dass der eine oder andere kommt. Es ist Samstag früh morgens gerade und wir lassen uns mal überraschen, laden mal rein und ich trinke ganz kurz mein Eisgetränk. So läuft das doch. Wir laden jetzt mal in unsere Stadt rein und gucken mal. Wir gucken mal, was uns hier jetzt noch an Aufgaben erwartet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Und müssten mal schauen, was für Ideen wir noch haben, um die Stadt zu vergrößern. Ich glaube, wir haben eine Autobahn letztes Mal gebaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Derweil höre ich kurz einen Livestream rein. Ob die Tonqualität in Ordnung ist. Das hört sich gut an. So, lade doch fertig. Lade doch bitte, liebes Spiel. Was ist da los? Oh, oh, kryptisch, kryptisch. Es geht. Jetzt geht's ab hier musikalisch. Sehr schön. Ja, wir gucken mal. Oh, ich muss den Bahnhof machen. Ich muss das hier nochmal... Boah, kann man das nicht kopieren? Selektieren, kopieren und ranmachen? Ganz ehrlich, ich würde sagen... Das mache ich jetzt zuerst. Wir werden das jetzt gleich machen. Wir müssten wahrscheinlich das letzte Gleis sogar auslassen. Das wird nicht mehr funktionieren, weil der hier lang fährt. Oder sie müssten hier über Gemeinschaftsstrecken fahren. Oder wir lassen das einfach. Das können wir natürlich auch, dass wir es erstmal nur auf einer Strecke machen. Bin da ein bisschen unentschlossen. Verstehst du? Ja, das ist die Autobahn, die wir hier letztes Mal mit angebunden haben. Die wird mittlerweile recht gut genutzt. By putting ringtones in every commercial that make you think your phone is ringing. Whether you have a new phone, an old phone or just... Genau, das letzte, was wir gemacht hatten, war glaube ich diese Unterführung, weil die Laternen da reinguckt hatten. It's our way of saying, we hear you. So don't be silenced when opportunity calls, pick it up. Wir müssten mal gucken, was hier für eine Regelung sein könnte. Das ist natürlich ein bisschen fatal, wenn hier jeder fährt, wie er will. Und Crash Royale ist schon da. Der ist schon morgens am Start. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ach, ich entsinne mich. Wir hatten hier geringe Wasserprobleme. Der ein oder andere Zuschauer weiß es vielleicht noch. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen geregelt. Ja, sagen wir es mal so. Aber prinzipiell hatten wir hier heftige Probleme. Ja, unsere beiden Dörfer, die haben wir auch gut miteinander verknüpft. Hierüber fahren auch nicht mehr ganz so viele Autos, das war ja ganz schlimm zeitlang. Aber seit der Autobahnanbindung hier ist da ja kein Bedarf mehr. Oder nur ein geringer. Wir müssten mal gucken, ob wir nicht... Die fahren ja schon einen riesen Umweg. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, die Autobahn irgendwie mit anzuzwacken. Die Frage ist, wie? Wie machen wir das? Wir könnten hier übrigens auch so ein Autobahnkreuz hinsetzen. Das würde ja vielleicht auch Sinn machen. Ich bin unentschlossen. Denn hier ist schon recht viel Verkehr. Ja, es geht. Noch geht es. Wir müssten mal gucken und da müssten wir halt die Autobahn enden. Ja, wir müssten da mal irgendwas machen, zeitweise. Auch hier ist der Verkehr schon sehr hoch langsam. Der Tim ist da und Tom. Tim und Tom. Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Auch schön, dass ihr da seid. Alles Frühaufsteher hier. So, perfekt. Ja, also der Verkehr ist grenzwertig, also es geht gerade noch so, aber viel mehr darf hier auch nicht kommen. Das heißt, wir müssten uns auch mal Gedanken machen über eine Verkehrsentlastung. Hier fliegt ein schöner bunter Zeppelin vorbei, denn das ist schon ein bisschen doof. Wir haben immer noch ein Riesenwachstum, hat natürlich auch damit zu tun, ganz klar.
Ja, aber wir kriegen 300 Einwohner die Woche neu da hinzu. Das ist dann schon nicht ohne. Ja, okay. Also wie gesagt, wir müssen das mal ein bisschen im Auge behalten. Wie gesagt, momentan können wir das mit dem Wachstum noch erklären. Da mag das ja noch normal sein, aber mittelfristig müssten wir uns da mal Ideen einfallen lassen. Wir bauen mal die Stadt ein bisschen größer, das hatten wir ja eh vor. Und wir müssten mal gucken, wie sieht es hier überhaupt mit Bildung aus. Gesundheitssystem, ja gut, das sieht alles perfekt aus. Nur hier nicht, ich habe es fast befürchtet. Da könnte man mal einen Hundipark machen. Hundis! Den könnten wir hier hinsetzen. Auch das natürlich nie verkehrt, da mal ein bisschen in Parks und so zu investieren. Gerade die Hundeparks sind sehr klein, brauchen wenig Platz und machen sehr viel Zufriedenheit. Also die lohnen sich ganz besonders. Ach so, das ist... Ah, geht doch. Ja, sehr schön. Und dann können wir vielleicht noch einen hier hinstellen. Und dann war es das auch. Dann ist hier alles bestens. Dann darf sich niemand mehr beschweren hier. So, das bisschen rot, dann leben wir erstmal. Mit den Gewässern müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Mit Wasser haben wir jetzt negative Erfahrungen letztes Mal gesammelt. Tim sagt, er ist eigentlich kein Frühaufsteher, aber er fährt heute ins Ariba. Ich weiß nicht, was Ariba ist. Urlaub wahrscheinlich, denke ich mal, dass du Urlaub damit meinst. Ansonsten korrigiere mich. Ja, okay. Mir geht's, die Frage war übrigens auch, wie es geht. Mir geht's blendend. Wie es den anderen geht, weiß ich nicht. Ich hoffe, es geht hier allen Zuschauern gut. An frühen Morgen sind wir natürlich noch nicht so viele, ist ja logisch. Nur habe ich jetzt halt heute Morgen Zeit. Das Reichenviertel. Das Reichenviertel, was kein Reichenviertel ist. Naja, doch, bedingt schon. Bedingt schon. Wir müssten mal gucken. Wir könnten hier. Ach nee, wir haben ja den Zug hier. Mal gucken, wie viel der transportiert. 16 Passagiere. Lohnt sich ja mal gar nicht. Naja, der hat immerhin 40. Okay, irgendwie haben wir Fußball gewonnen wohl, würde ich sagen. Das erklärt auch unseren phänomenalen Kontostand. Ja, läuft. Die Autobahn wird auch sehr angenommen hier. Sehr, sehr schön. Die Autobahn an sich ist noch nicht so schön. Aber hey, boah, hier 218 Passagiere drin. Das ist nicht schlecht. Und mit 203 geht es zurück. Also diese Strecke, die lohnt sich allemal. Ach, das ist ein Schwimmbad. Ach, okay. Ja, dann, boah, dann wünsche ich natürlich viel Spaß. Nachher oder gleich. Und der Tom schreibt, er ist seit 7 Uhr wach, ihnen geht's auch gut. Sehr schön, das freut mich zu hören. Ja, so seit 7 bin ich auch ungefähr wach. Kurz nach 7. Ja, hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute. Wir sollten mal gucken, dass die Buslinie mehr befahren wird. Haben wir hier einen Bus? Liniendetails. Hier haben wir die Übersicht und wir sehen, was hier... 500! Wir brauchen dringend mehr Busse. Ich würde mal sagen, wir machen das erstmal so. Wir machen jetzt nicht zu viel. So, wo waren denn das? Irgendwo sind die doch hier losgefahren. Man weiß es nicht. Hier, hier ist das. Hier ist sogar das Black Line, brauchen Ersatzbus. Und dann fahren wir mit dem Bus entspannt mit.
Also gleich mit den letzten in der Kette. Ja, die Busse blockieren hier, fahr doch! Ja, kleines Chaos am Morgen hier. Ist auch ein bisschen doof hier mit der Haltestelle, muss man sagen. Oh, der Tom sagt, er muss Montag zum Ferienjob. Was hast du denn für einen Ferienjob? Ist ja schon mal prinzipiell trotzdem eine coole Sache, auch wenn man dann natürlich arbeiten muss. Aber finde ich schon mal eine coole Sache, so ein Ferienjob. Verdient man ja auch ein bisschen was, so ein bisschen Taschengeld. Was machst du, wenn ich fragen darf? Na los, fahr hier. Dankeschön. Ja, eine Menge Busse, die gerade raus mussten wieder mal. Also wir haben ein bisschen Pech hier. Auf jeden Fall fährt er jetzt auch zu diesem Viertel hin. Dann ist ja schon ein kleines Stückchen, was der fahren muss. Es ist doch grün, fahr doch. Oh, jetzt ist es rot. Das ist wie im wahren Leben, man hat nur rote Ampeln. Die Fahrt. Da oben ist ein Zeppelin, da oben ist ein Zeppelin. Die Fahrt dauert länger als erwartet hier. Das Problem ist immer, wenn so viele Busse kommen. Blinkt der oder ist der Blinker nur einfach von der Sonne beleuchtet? Noch ist ein bisschen suboptimal hier. Ach, hier ist eine Haltestelle gewesen, darum. Mal gucken, wie der Bus fährt. Boah, da fährt jemand von der Einfahrt raus. Okay, er fährt hier lang. Boah, volles Chaos. Bahn, Bahn, Bus, Autos, dies, das, jenes. Ah, okay. Okay, da wurde jemand leider in den Krankenwagen geschoben. Hä? Ein Krankenwagen fährt weg und der nächste kommt. Das kann ja nicht sein. Was ist hier los? Leute, wie können zwei Einsätze in einem Haus sein? Seht zu hier. Seht zu. Da ist er schon. Hallo. Boah. Und er hätte nicht eben gerade rumfahren können oder was? Ein Leichenwagen vor uns. Wir haben leider einen Leichenwagen vor uns. Das ist natürlich ein unschöner Anblick. Okay, wir folgen ihnen. Wir folgen auch der Bahn. Ah, okay. Jetzt wird jemand verstorben. Gut, wir haben ja heute den Jackpot. Wir haben heute den Jackpot. Ja. Jetzt sind in wenigen Tagen übrigens zwei halbwegs mehr oder weniger prominente Menschen gestorben. Einmal Gunter Gabriel heißt er, glaube ich. Weiß nicht, wer den kennt, hat Musik gemacht und Helmut Kohl, also der war deutscher Bundeskanzler, der längste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Boah, voll der Stau hier, ey. Ja. Und dann sehen wir so einen Leichenwagen. Ich arbeite bei einem... der Tom muss mit dem Hund raus, dann viel Spaß und bis gleich. Und er arbeitet in einer Parkeisenbahn und das macht er als Hobby und nicht aus Geldgründen. Ja, finde ich alle ihren Wert, muss man auch mal sagen. Finde ich gut, wenn man sich engagiert. Also so eine Art ehrenamtliche Arbeit, die du da ableistest dann, wenn du noch da sein solltest. So, hier geht's ins Industriegebiet. Hot Dog. He rolled. Ich weiß gar nicht, ob es He rolled ausgesprochen wird. Keine Ahnung, jetzt fahr doch hier. Ah, okay. Der fährt da lang und dann über die Autobahn. Da vorne ist Rapido Motors. Also scheinbar ein Autoschmiede. Hier geht's richtig bergauf.
Und ein LKW schießt an uns vorbei. Boah, hier ist ja voll der Megastau. Was geht denn hier ab? Wir müssten mal gucken. Hier müssen wir uns das mal angucken. Da ist Megastau. Ich weiß auch, wo das ungefähr ist. Wenn der Bus gleich da ist, gucken wir uns die Kreuzung mal hier an. Da wird eine Ampel hin müssen. Das funktioniert nicht. Ah, okay. Er ist auch schon da. Kurze Orientierung. Hier hin und hier. Und da steht unser Bus. Und hier haben wir Chaos. Hier haben wir Chaos. Wir werden hier definitiv eine Ampel oder sowas brauchen. Oder zumindest... Nee, eine Vorfahrtsregelung wird nicht reichen. Wir müssen hier eine Ampel setzen. Die Ära Kohl dauerte länger als das tausendjährige Reich. Schreibt Jasminchen. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So früh morgens. Ja, 16 Jahre. 16 Jahre. Eine schöne Anekdote. 16 Jahre. Wie gesagt, das ist schon eine lange Zeit. Wobei auch der Herr Helmut Kohl nicht umstritten war. Aber das wollen wir wollen hier keine Polit-Diskussion am Morgen haben. Aber ich wollte es nur mal einbringen für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ja, wir haben auf jeden Fall ein kleines Verkehrsproblem, wie man hier sieht. Also das ist schon krass. Das heißt, hier im Industriepark ist das Verkehrsproblem da. Wir haben nirgends anders ein großes Verkehrschaos, aber hier definitiv ja. Und da müssen wir mal gucken, wie wir der Herr der Lage werden können. Das Problem ist hier natürlich der Bahnhof. Das ist natürlich das Hauptproblem, ganz klar. Das ist krass, die ganze Straße verstopft. Hier fährt ja auch ein Bus lang, das ist das Problem. Sonst hätte ich gesagt, mache ich die einspurig. Aber dann hat der Bus hier Probleme. Denn es wäre natürlich eine Möglichkeit, das einspurig zu machen, nach Möglichkeit, am besten nach hinten Richtung Autobahn. Aber wie gesagt, da müssten wir uns mal überlegen, was wir gleich machen können. Der öffentliche Nah- und Fährverkehr ist da, aber natürlich der Gütertransport, den können wir natürlich nicht machen. Der wird letztendlich von LKWs bestritten. Und man sieht, wie sie da reihenweise nur so reinfahren. Also das ist schon krass, wenn man sieht, wie viele da gerade reinfahren. Die müssen gleich alle wieder raus. Und hier ist halt auch schon so viel Verkehr. Also so oder so, es ist ein bisschen suboptimal, was hier ist. Wenn wir uns mal angucken, hier ist überall Verkehr. Okay, jetzt nicht hat Probleme mit den Spielen. Stürzt bei ihr, passte das jetzt? Ich glaube, Summer Sale müsst ihr es gut haben. Ne? Steam Summer Sale ist ja gerade. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, einfach nochmal deinstallieren das Spiel. Also mit Rechtsklick entfernen und neu installieren. Eventuell hilft das. Ich habe auch manchmal Probleme mit Spielen gehabt. Zwar jetzt nicht unbedingt mit denen, aber mit anderen. Und da hat das ganz oft geholfen. Also einfach wirklich mal Rechtsklick entfernen. Dann löscht ihr alle Dateien und neu runterladen. Und wenn das nicht hilft, einfach mal kurz bei Google eingeben, dein Problem. Denn wie gesagt, ich habe das Problem nicht. Ich kenne dafür auch keine Lösung. Es kann natürlich auch liegen. Ich weiß nicht, welches Windows hast du. Super, du hast fast 300 Abos. Schreibt Tim. Ja, danke schön, Tim. Das stimmt. Die Abo-Zahlen wachsen stetig. Wobei ich sagen muss, in den letzten zwei Tagen haben wir 3 dazu gewonnen. Das ist auch schon klasse, aber weniger als der Schnitt davor. Das heißt, ich muss mal gucken, wir müssten vielleicht auch mal was Neues spielen. Ich wollte heute Morgen übrigens Neues spielen, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich Farming Simulator spielen. 2017. So ganz gechillt, hätten wir hier Felder versucht zu bauen. Ich kenne das Spiel auch nur bedingt, das heißt, ihr hättet mir da schön helfen dürfen können. Und, ja, aber das hat dann nicht so ganz funktioniert mit OBS. Hab dann Internet gesehen, dass man da irgendwie den Bildschirm abfilmen soll. Da ist aber das Problem, ich habe ein
1200 zu 1000, nee, was habe ich? 1920 zu 1200 Monitor und kein 1920 zu 1080 Monitor. Soll heißen, 16 zu 9 ist ja Standardformat. Ich habe einen 16 zu 10 Monitor zu Hause stehen. Und mit der Variante hättet ihr Balken oben unten gehabt. Das wollte ich dann nicht und darum habe ich das dann nicht gespielt. War, wie gesagt, eh problematisch, das überhaupt zum Laufen zu kriegen. Musste ich erstmal selber bei Google gucken, wie kriegen andere es hin. Da gibt es ein, zwei Nette, die das dann schreiben, wie sie das Problem beheben. Da muss man ja ehrlich sein und ja. Sonst hätten wir das gespielt, aber wie gesagt, mit der Auflösung, ich wollte nicht oben einen Balken auf YouTube haben. Darum habe ich drauf verzichtet. Spielen vielleicht die Tage mal gucken. Vielleicht gibt es andere Wege zu streamen. Ich kenne bis jetzt nur OBS, vielleicht gibt es ja noch andere Programme. Da könnte ich auch mal ein bisschen googeln und vielleicht kann man es über einen anderen streamen. Vielleicht hat nur OBS damit Probleme. Aber ich bin nicht der Einzige, es sind grundsätzlich alle Let's Player, die mit Farming Simulator 2.17 Probleme haben in Bezug auf OBS. Also da muss ich mal gucken. Und Jesninchen hat geschrieben, ich habe mal meinen Satz erstmal zu Ende geredet. Hab's anspielen können, habe meinen Spielstand abgespeichert und als ich es nochmal starten wollte, ging es nicht mehr. Habe jetzt bei einem Freund auf dem PC installiert und spiele es immer, wenn ich da bin. Wie gesagt, schmeiß es bei dir mal runter und installiere es neu. Gegebenenfalls hilft das schon. Und mit dem Verkehr ist eine Katastrophe. Was kann ich da machen? Also zum einen könnten wir vielleicht die Unterführung hier wegmachen. Aber hier fährt ja auch Bahn und alles durch. Also selbst das geht nicht mehr. Das wäre riesig aufwendig. Ich bin ein bisschen unentschlossen, wie wir Herr der Lage hier werden. Und viele Rettungswagen, die da durchfahren, muss man auch mal sagen. Jetzt blockiert hier auch noch alles. Ich glaub's ja nicht. Pardon, jede Menge Müllautos, auf die da durchkommen. Ja, auf jeden Fall haben wir den Verkehr jetzt so halbwegs hier im Griff. Also er reguliert selber. Die Zahlen steigen auch nicht mehr so rapide. Wie gesagt, das hat natürlich auch Einfluss auf den Verkehr. Die Musik ist ein bisschen laut, oder? Ich mach die mal leiser. So minimal zumindest auf meinen Ohren. Ja, die Bahnen huschen hier auch lang und sind auch sehr gut besucht. Wir müssen mal gucken, müssen wir mehr Bahnen haben? Nö, das sieht gut aus. Ja, hier sind 33, aber die Bahnen sind gut ausgelastet. Also das funktioniert auch so. Ja, das Problem ist hier definitiv der Umschlagsplatz. Das kann man ganz klar so sagen. Hier übrigens unser Solarpanel, sieht auch sehr schön aus. Ja, so ein bisschen ratlos bin ich hier. Der David Tech schreibt, moin, ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. An so frühen Morgen. Und Jesnitin sagt, schaut mal, ja, versuch's einfach. Zu verlieren hast du ja nichts. Sichere nur deinen Spielstand vorher in der Cloud. Das kann ich dir als Tipp geben. Was wollen wir denn jetzt bauen? Habt ihr da Vorschläge, Wünsche? Oder soll ich einfach so drauf los die Stadt ein bisschen vergrößern? Speziell hier in diesem Bereich ausbauen. Wir haben hier genügend Platz noch. Gibt es da irgendwelche Wünsche? Genau, sehe ich genauso. Jetzt nicht in Schreibt, das Verkehrschaos scheint vor allem Industrie- und Lieferverkehr zu sein. Das ist es halt. Und da können wir nur sehr, sehr bedingt was gegen machen, weil der Bahnhof ist halt hier. Ist ja logisch. Alles will dahin. Ist halt sehr schwierig. Wobei der Megastau hier schon echt kürzer wird. Die haben ja viel weiter gestanden in zwei, drei Spuren, falls ihr euch noch entsinnt. Also das ist schon besser geworden und ich bin mir ziemlich sicher, das wird noch besser. Ich glaube, das lag an diesen rasanten Wachstumszahlen. Jetzt sinken wir auf einmal rapide. Okay. Ja, ist die Frage. Ich warte mal, was ihr schreibt, was ich machen soll. Wir haben 50 Sekunden in Verzögerung im Stream für die, die noch nicht so oft dabei waren oder überhaupt neu dabei sind.
Das heißt, alles, was ich spreche, kommt ca. 50 Sekunden bei euch später an. Einfach nur, damit das Bild in Full HD ist und die Leute, die es über den Smart TV gucken, ja, ganz normale Fernsehqualität quasi haben. Also HD, also besser als Fernsehen. Fernsehen ist ja SD. Es sei denn, man hat dieses überteuerte Freenet TV oder was das da ist. Ja, löst sich schon von alleine auf. Okay, also das war einfach nur wirklich das Problem, weil wir so hohe Wachstumszahlen hatten. Das Chaos löst sich hier auf. So, ich guck mal, ob ihr was sagt. Ansonsten würde ich die Stadt einfach vergrößern. Ja, und das ganze Verkehrschaos ist hier schon halb aufgelöst. Okay, hier ist doch noch eine Menge. Oh, 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 hier hinten. Naja, gut, wir warten mal ab. Die fahren natürlich jetzt alle raus. Wir sind ja eben reingefahren, jetzt fahren sie raus. Wollen wir jetzt mal nicht überbewerten. Und wir sehen ja, das geht hier echt schnell voran. Akio, we've been making the best of mobile phones for over 20 years. How did we get there? By putting ringtones in every commercial that make you think your phone is ringing. Ihr könnt euch auch gerne mal andere Spiele wünschen, die wir spielen können. Momentan spielen wir ja immer City Skylines, Planet Coaster und Minecraft, und vielleicht wäre es ja mal eine Alternative, auch ein, zwei andere Spiele zu haben, dass wir nicht immer die gleichen Spiele haben. Hier so ein Schaufelbagger, auch nicht schlecht. Dass wir da einfach auch mal neue Spiele spielen im Livestream, die wir dann auch als Let's Play natürlich verwenden, aber ja, wir müssen vielleicht auch mal gucken, irgendwas Neues zu spielen. Es wird halt langsam schwierig, hier noch ja, noch große Projekte zu planen. Vielleicht ein paar einzigartige Gebäude oder Touristenattraktionen bauen, schreibt David Tech. Ja, das könnten wir gerne machen. Wir können ja mal gucken, wir haben ja hier wirklich noch jede Menge Gebäude, die wir, wo ich nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Ein Zoo zum Beispiel. Ein Zoo ist zum Beispiel sehr cool. Ein moderner Zoo mit geschulten Tierpflegern und hervorragenden Lebensbedingungen für verschiedene Tierarten. Von, ja, von Schlangen über knuddige Haustierchen und farbenprächtigen Vögeln. Finde ich ja cool. Warum denn nicht? Also so ein Zoo ist, den könnten wir hier Bahnhof Zoo. Wir machen hier Bahnhof Zoo. Wir müssten die Straße dafür hier weiterführen, dann könnte ich den wirklich hier am Bahnhof hinsetzen. Das wäre ganz cool. Das können wir ja mal kurz machen, die Straße hier machen. Und dann kümmern wir uns wirklich ein bisschen um besondere Gebäude. Ne, ein Touristengebiet haben wir noch nicht, jetzt Linchen. Das könnte man natürlich auch machen. Das wäre auch mal eine Überlegung. Denn, ja, gerade bin ich ein bisschen ideenlos und bin da echt dankbar, dass ihr da so kreativ seid. Die Frage ist, wo soll das hingehen? Hä? Bitte lass mich bauen. So, und dann geht's hier durch. Und wir gucken mal, wie es dann weitergeht. Das werden wir dann entscheiden. Jetzt können wir erstmal den Zoo hier hinstellen, weil das fand ich schon sehr cool. War das der Zoo? Das war der Zoo. Und der passt hier natürlich nicht hin, ist ja klar. Das heißt, wir müssten die Straße nochmal ein bisschen anders bauen. Aber ganz ehrlich, davor schrecken wir doch nicht zurück. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da machen wir das so. Und dann geht's hier durch. Und dann müsste das mit dem Zoo jetzt ja passen. Weil ich finde den Zoo voll cool. Und Jesninchen scheinbar auch. Kann man irgendwo eine Liste mit Spielen finden, die für dich möglich sind? Fragt Jesninchen. Ja, das Touristenviertel machen wir auf jeden Fall auch noch. Gucken wir mal. Ja, und zwar gibt es mehrere Listen. Ihr könnt bei Origin
einfach Xelron LP eingeben, da findet ihr mich bei Uplay Xelron, bei Steam einfach auch Xelron eingeben. Ja, auf jeden Fall würdet ihr alle Spiele da finden. Gefälle ist zu steil. Ja, das können wir ja ändern. Jetzt geht die Angstarbeit wieder los. Wir gucken mal. Wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich hier wieder reinkommen. Es ist jedes Mal das gleiche. Sides. Das ist es nicht. So, jetzt muss man da ein bisschen Sisyphus-Arbeit hier. Ich guck mal, ob der Zoo jetzt dahin passt. Das Gefälle ist zu steil. Ja, der Plätte ist doch einfach. Ah, das ist ein bisschen krass, wie der wirkt. Wir können es ja noch ein bisschen weniger einstellen mal. Dann können wir da ein bisschen sauberer arbeiten. Denn Zoo würde ich hier schon gerne haben wollen. Und ganz ehrlich, dann kann die Bimmelbahn da auch lang fahren. Also wie gesagt, geht einfach mal bei Steam. Bahnhof Zoo, dann wohl eher Fixer spritzen. Ja, das kann natürlich sein. Gefälle ist zu steil. Ich glaube, das ist Berlin Bahnhof Zoo, ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich war schon oft in Berlin, aber am Bahnhof, am Zoo war ich bei denen in der Tat noch nicht, muss ich sagen. Ich bin aber der Meinung, dass das Berlin ist.